Hey Schosch, Leute, willkommen zu einem kleinen Status-Update-Video, wo technisch gesehen ich eigentlich in einem Schosch zum Sonntag machen müsste, sollte, könnte, Tütentuden. Aber da der Sonntag noch ein bisschen hin ist und die meisten Sachen in der Zwischenzeit passieren, habe ich mir gedacht, ich mache das heute mal. Das ist jetzt nämlich ein bisschen was, wo man in gewisser Weise, ne, Worte schwer am Morgen. Es gab mal 11 Uhr und mein Hirn ist, glaube ich, noch nicht ganz hochgefahren. Aber ich gebe mein Bestes, heute euch trotzdem das zu sagen, was ich sagen möchte. Nämlich erstmal eine Sache in eigener Sache. Nämlich morgen gibt es einen Stream, den solltet ihr hoffentlich nicht verpassen. Nämlich gibt es einen Lagerfeuer-Stream. Also, na, so blöd das auch klingt, aber die Grundidee ist, ich sitze in der Konfi und simuliere basically ein Lagerfeuer, because ich kann hier kein Lagerfeuer in der Nähe machen und streamen. Und die Konfi und ich werden dann, wie am Campfeuer, Horrorgeschichten / Gruselgeschichten erzählen. Und ja, da hatten wir auch überlegt, so eine Patchwork-Horror-Story zu machen. Und deswegen, das dürfte morgen ganz witzig und ganz interessant werden. Also schaut doch mal vorbei. Genaue Zeit muss ich heute nochmal mit den Leuten absprechen. Aber ich schätze mal so in den Dreh 18, 19 Uhr rum. Also ich schätze mal eher 18 Uhr. Ich hau das jetzt mal einfach so raus, ohne irgendwelche konkreten Bestätigungen zu haben. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, wann es losgeht, ich lade natürlich wie immer ein Video hoch, wann ich streame. Oder ihr followt mir auf Twitch, dann kriegt ihr auch eine Nachricht. Oder ihr seid auf dem Server, da wird euch auch gesagt, wann ich streame. Oder ihr folgt mir auf Twitter. Dann seht ihr auch, wann das Ganze losgeht. So, das war nämlich in der Sache, weil ich freue mich da schon seit Wochen drauf. Diese Idee habe ich schon seit fucking Wochen. Und ich habe so ein paar Leute aus der Konfi schon dazugeholt, wo denn eine Story erzählen wollen. Und wir saugen uns die dann so eher aus den Fingern, anstatt da was tatsächlich vorzubereiten. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Deswegen, ich freue mich da schon seit Wochen drauf. Das ist, ne, sorry, dass ich da mal kurz Eigenwerbung machen muss, aber das ist mir wichtig. Ich freue mich da schon so lange drauf. Auf jeden Fall, Was ist los hier mit diesem Kanal und was geht Content an und wieso ist auf einmal so wenig und auf einmal so merkwürdig, sagen sich jetzt wahrscheinlich viele. Ja, es ist aktuell der Fall. Ich habe bei mir jetzt den Punkt erreicht, wo ich aktiv nach einem Job suchen muss, weil sonst sitze ich bald auf der Straße und denke mir, ja geil, Brot wäre schon was Tolles. Aber ich habe mir sowieso schon vor jetzt ein paar Wochen, ich glaube seit September ist das, seit Anfang, nee, August? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es jetzt schon ein bisschen her, dass ich mir sage, ich möchte mehr Qualität in meine Videos bringen und das ändert sich jetzt aktuell auch nicht, weil ich bin ganz ehrlich, ich mag es ehrlich gesagt lieber, etwas mehr Zeit an einem Video zu sitzen, anstatt, ne, einfach das Zeug rauszuhauen und zu sagen, oh, fuck that. Weil, es ist halt so, ich habe vorher mal versucht, mit YouTubes Algorithmus zu arbeiten und der sagt halt so, war täglich Videos, das ist eine Watchtime und hast du nicht gesagt. Und ich habe mir immer gedacht, ja gut, das, ne, ist ja kein Problem mit meinen Streams, kriege ich ja hin, nicht? Aber, es ist klar, ich habe denn eure Abo-Box letzten Endes mit Zeug zugemüllt, wo niemanden interessiert. Und war natürlich auch falsch, ist klar. Das empfinde ich mir auch komplett schuldig für, so viel ist man sicher. Aber mittlerweile finde ich es halt schöner, dass ich halt wirklich mich auch mal an ein Video ransetze, das Video mir angucke und mir denke, ja, damit bist du zufrieden. Das sieht gut aus, das kannst du hochladen. Und deswegen, aktuell sind nicht so viele, weil ich mehr so in so einem Kreativ halt bin. Also ich habe so ein bisschen Ideenmangel gerade, obwohl ich noch ein paar Ideen offen habe, aber nicht so die perfekte Idee, dass ich 100% dahinter stehe. Und das ist halt so diese Sache. Klar, ich guck wie jeder YouTuber auch gelegentlich auf meine Analytics und denke mir so, ja, seitdem du das machst, geht dein Kram ziemlich gern Bach runter. Aber das ist ja immer noch lieber, als wenn du wieder wie vorher Zeug hochlädst, wo sich im Grunde niemand für interessiert. Natürlich lade ich immer noch gewisse Streams komplett hoch, so zum Beispiel Stardew Valley oder alles, was mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hat. Und das ist eher so dann der Fall, also die längeren Videos jetzt auch wieder, Schoschcast zum Beispiel, ist ja auch so eine Sache. Ich bin aktuell jemand, der, wenn ich irgendwie am Final Fantasy 14 spielen bin, was ich by the way aktuell bin,
Wir haben eine Like-Headshot-Gilde. Solltet ihr auf Moogle, Datenzentrum Chaos, keine Gilde haben, ihr seid herzlich willkommen, by the way. Ja, also wenn ich das nebenbei jetzt am Zocken bin und irgendwas mache, wo relativ, ne, so nebenbei, so Sammler oder Hersteller grinden oder hast du nicht gesehen, oder manche Dungeons auch schon, sag ich mir dann auch, gut, ich lass irgendwie einfach nebenbei ein Video laufen. Ich habe einen zweiten Monitor, ich schieb das dahin, the end. Und dann lasse ich das halt so nebenbei laufen, mach so da mein Ding und dann ist es immer schön, wenn man da mal so was hat, wo ein bisschen länger ist. Ich gucke dann auch gerne mal so eine alte Playlist. Ich gucke ja immer gerade das Platinum Hunters Ding von Matze und Rüdiger immer gern wieder nach, vom Blast Corps. Oder was ich auch in letzter Zeit immer sehr häufig und sehr gern nebenbei geguckt habe, ist die Serie Sendung Nicht Nachmachen mit Wiegald Boning und Bernhard Hoecker. Die Serie ist so toll. Bitte. ZDF, dritte Staffel. Ich mach's for free. Habe ich kein Problem damit. Lasst mich Zeug in die Luft jagen. Das ist gar nicht gut. Auf jeden Fall. Deswegen mache ich solche Videos halt immer noch gerne, wo ich dann mal wo einfach nur hochladen muss, so wie halt die Yu-Gi-Oh! Games oder all sowas. Weil, das ist dann ein langes Video, klar. Aber das ist dann so etwas, was man sich nebenbei einfach mal angucken kann. Und trotzdem möchte ich denn nebendran immer noch mit den Streams Content erstellen, wo ich tatsächlich zu was Gutem umbauen kann. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich noch, Devil May Cry 2, was ich zu einem Video machen kann. Jetzt das Halloween Special muss ich noch dran arbeiten. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich habe ja bis Halloween noch Zeit und ich meine, mit Schedules habe ich sowieso nicht so am Hut, so wie ihr mich ja kennt, ne? Ich bin da ja sowieso ein bisschen funky bei. Aber das habe ich gestern aufgenommen und das ist einiges an Content, wo ich unterbrechen muss auf entertaining Art und Weise. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte nicht mehr immer nur so Projekte hochladen, wo ich dann immer, wenn das eine fertig ist, sitze ich da und denke mir, so, nu. Das habe ich immer gehasst. Ich saß dann meistens da und habe dann überlegt, so, was machst du als nächstes? Worauf hast du Bock, aber woher, was ist auch etwas, was den Leuten gefallen würde? Weil es ist immer so, es ist eine zweischneidige Sache, weil es soll ja mir auch zum einen Spaß machen, aber es soll ja auch den Leuten, es soll ja auch euch Spaß machen, großweitig Dinge, Worte. Frühmorgens, er hat noch keinen Kaffee, ich entschuldige mich dafür. Deswegen, es ist ein bisschen tricky. Deswegen, ne. Ganze Projekte ist dann immer so eine Sache, dann hast du manchmal das Gefühl so, super, das Projekt interessiert so irgendwo niemanden außer dich und du denkst dir, wow, cool, nice, ich mach das mal weiter, ne, ich mach mal weiter, was ihr nicht wollt, obwohl wir was machen könnten, worum wir alle Bock haben. Es ist immer so dann dieses Unfertige, was mich stört, dass dann nur eine Seite da irgendwie Spaß dran hat und deswegen bin ich, glaube ich, auch manchmal kritischer mit mir selber als mit irgendwem anders, weil, ne, ich brauche keine Kritik, ich bin kritisch selber zu mir, also genug schon manchmal. Aber ja, das ist halt so eine Sache. YouTube unterstützt es halt aktuell sowieso nicht, dass du halt nur alle paar Tage ein Video hochlädst, weil es ist kein Geheimnis, YouTube ist busted. Also, gerade seit dem YouTube-Crash von ein paar Tagen, ist irgendwie alles noch mehr den Bach runter als vorher. Ich meine, ich habe das manchmal, dass jetzt Videoqualität bei mir einfach random runtergeschraubt wird auf Pixelkotze. Und ich mir denke so, hallo, HD, bitte, dankeschön. Und es ist merkwürdig. Und ja, immer noch die Glocke. Ich meine, das Thema hatten wir schon mal. Das Thema mit der Glocke hatten wir mal. Und es hat sich ja nicht geändert. Sie funktioniert meistens immer noch nicht. Leuten, bei denen ich die Glocke aktiviert habe, weil ich den Content nicht verpassen möchte, wird mir trotzdem manchmal nicht angezeigt. Oder ich kriege keine Nachricht auf dem Handy. Oder die Glocke macht gar nichts. Oder es ist scheiße. YouTube aktuell hat echte technische Probleme. Und das wäre ja nicht mal so schlimm, wenn sie tatsächlich mal die Karten auf den Tisch legen würden und sagen würden, wisst ihr was? Wir haben Probleme und zwar folgendes. Meine Güte, Leute werden euch deswegen nicht den Kopf abreißen. Leute würden es schöner finden, wenn ihr tatsächlich mal mit etwas offeneren Karten spielt. Und deswegen, um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, nochmal so eine kleine Nachricht an YouTube. Weil, bitte. Wenn jetzt selbst schon, gestern hat Markiplier ein Video hochgeladen von wegen,
YouTube is broken, here's why. Und das Video ist an sich ziemlich gut, weil er wirklich auf die Probleme der Seite eingeht und sich dabei mehr außen vor lässt. Es ist an sich schon gut gemacht, weil man kann immer sagen, ja, wieso ihn betrifft das doch nicht, der ist doch einer der Top-Dinger. Aber wenn es selbst heißt, dass YouTube seine Top-Creator komplett ignoriert und nicht mit ihnen kooperiert oder kommuniziert, dann ist da definitiv ein Problem. Und das Schlimmste, was ich, glaube ich, immer noch an YouTube finde, ist persönlich, wenn die Zuschauer und die Content-Creator sagen, Jungs, da ist ein Problem. Meine Videos gehen nicht zu meinen Abonnenten durch. Und YouTube sagt, nein, da ist kein Problem. Dann ist das scheiße. Anstatt zu sagen, gut, wir werden das weiter untersuchen, sagen sie einfach, nein, da ist kein Problem. Und das ist so dieser asoziale Punkt, wo ich mir sage, so, hallo? Das sind immer noch Menschen. Diese Menschen haben diese Plattform aufgebaut. Durch diese Menschen habt ihr euer Geschäft gerade mal, was so mehrere Billionen wert ist. Ohne die wäre das hier gar nicht. Aber mittlerweile ist ja YouTube so abusbar. Also das System, das kannst du so einfach in seine Einzelteile zusammenbrechen, dass du dir sagst, boah, ich weiß, glaube ich, was ich jetzt als nächstes mache. Ich werde mir jetzt Content von anderen Leuten und Memes zusammenklauen. Weißt du, werde nicht sagen, von wem die sind. Lad das in einer Compilation hoch, wo 5 Minuten Arbeit drin steckt, wenn überhaupt. Und lad das täglich hoch. Meine Güte, Mann, bin ich ein guter Content Creator. Gets millions of views. Und ich denke mir so, ja Mensch, der kriegt jetzt all die Views. Copyrighted ist es auch, weil es wird mir Werbung in verschiedensten Farben geschaltet. Also, der Typ verdient sich da jetzt eine bunte Nase dran und ich denke mir so, wow. Das ist, also man muss sich nicht wundern, wenn es immer mehr von diesen Compilation-Channels gibt. Ich meine, ich bin nicht unschuldig. Ich klicke da auch dann und wann mal drauf und fall drauf rein und denke mir so, was hast du dir denn jetzt dabei gedacht? Hast du tatsächlich gedacht, dass da was Witziges bei rumkommt? Bei irgendeiner Clickbait-Scheiße. Ich falle da ständig auch selber drauf rein. Ich weiß es eigentlich besser und trotzdem falle ich häufig wieder, immer mal wieder drauf rein. Es geht mir selber auf den Piss, wenn ich das mache. Ich kriege selber einen Anfall, wenn ich drauf reinfall. Und dann denke ich mir auch nur so, what the fuck that? Und gehe einfach meiner Wege. Deswegen, YouTube, wirklich bitte. Ich weiß, warum solltet ihr auf jemanden wie mich hören? Ich bin an sich ein kleines Licht, wo schon anfängt zu flackern. Und ihr eigentlich nur darauf wartet, dass die Lampe endgültig kaputt geht. Und, es gibt so viele Beweise, dass es Probleme auf dieser Website gibt. Bitte, es würde euch um so vieles, es würde eurem Image, euren Content Creators, ihr wisst schon, den Leuten, die die Scheiße hier aufgebaut haben, würde es so gut tun, wenn ihr einfach mal sagt, we fucked up. Wir haben Scheiße gebaut. Mit Google Plus, mit allem. Und einfach das mal sich eingestehen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr die Leute euch deswegen... Ich meine, sie würden euch nicht vergeben instant nach all der Scheiße. Ich meine, es wird immer noch genügend Leute geben, die sich dann sagen, well, fuck you then. Also, ich meine nur, ne? Mal ein bisschen Kommunikation, mal ein bisschen, ne? Ein bisschen offener sein. Ich weiß, ihr werdet mir sowieso nicht zuhören. Das ist, ne, ich bin ein kleines Licht. Für euch existiere ich nicht mal. Also von daher, ich bringe euch ja auch nicht genug ein, ne? Ich meine, so ist das ja wohl. Aber, ja, wie gesagt, ich möchte wieder mehr Sicht auf die Qualität meiner Videos richten und weniger auf die Quantität, weil YouTube doesn't care. Also, YouTube ist es absolut scheißegal. Also, gut. Denen ist es vielleicht scheißegal, was ich mache, aber mir nicht mehr. I'm sick of this shit. Ich werde jetzt zusehen, dass da Qualität hintersteckt und dass ich da tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit reinstecke. Deswegen kann es halt mal sein, dass Videos ein bisschen unregelmäßiger kommen, so wie ihr es ja halt jetzt mittlerweile schon ein bisschen kennt. Aber ich werde trotzdem stark versuchen, mehrere Videos in der Woche zu produzieren. Das ist auf jeden Fall ein Versprechen. Ich meine, diese Woche ist jetzt ein bisschen schlecht gelaufen, also muss ich ja mal gestehen. Aber ich möchte trotzdem weiterhin versuchen, mindestens 2 oder 3 Videos in der Woche. Ich weiß, ich werde mich höchstwahrscheinlich häufig nicht dran halten. Sorry dafür. Aber
ja, wie gesagt, ich möchte nicht mehr, dass ich einfach sinnlos Videos hochlade, wo keinen Spaß machen. Klar, sowas wie Yu-Gi-Oh! Wird es noch geben. Das aus dem, wie gesagt, Grund, es gibt immer mal Leute, die sich davon berieseln lassen und die das dann nebenbei gucken wollen, so wie ich das halt gern mal tue. Also mache ich das auch weiterhin mit gewissen Streams. Aber ich werde auch weiterhin versuchen, Zeug tatsächlich gut zu machen. Also, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Morgen nicht vergessen, geiler Stream. Und ne, ich stream fast so relativ häufig. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, wäre super cool. Und ja, euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.